Wir schauen mal direkt ein bisschen genauer drauf. Jens-Marco Schärf von den Grünen, Landrat in Miltenberg, uns jetzt zugeschaltet. Erstmal guten Morgen, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Wie ist die Situation aktuell bei Ihnen im Landkreis, in Miltenberg, in der Umgebung, wenn es um die Flüchtlingszahlen geht? Merken Sie einen Anstieg? Wir merken momentan zum Glück keinen Anstieg, aber wir sind auf einem extrem hohen Niveau. Wir müssen jede Woche 25 neue Geflüchtete aufnehmen. Und es bedeutet eine kontinuierliche Überforderung. Es wird immer schwerer, Woche für Woche 25 neue Plätze zu finden. Wir haben momentan das Problem, wir brauchen dringend eine zweite Notunterkunft. Und um noch mal ein plastisches Beispiel zu nennen, wir hatten 2015, 2016 bei der Flüchtlingsberatung, war ein Flüchtlingsberater für 200 Geflüchtete zuständig. Momentan haben wir einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 800. Und von daher, auch wenn es nicht neu ist, dass wir sagen, auf der kommunalen Ebene, wir sind überfordert und wir schaffen das in dieser Art und Weise nicht mehr lange. Vor allem die Akzeptanz in der Bevölkerung nimmt dramatisch ab. Das heißt, Herr Schärf, dieses ganze Gerede darüber, dass Prozesse beschleunigt werden müssen bei denen, die gar keine Chance auf Asyl haben, halten mit der Realität bei 1 zu 800 gar nicht stand. Davon bekommen wir zumindest nichts mit. Wir sehen keine Lösungsansätze, denn die Verfahren dauern extrem lange. Wir haben zu wenig staatliche Aufnahmeplätze. Das heißt, die Geflüchteten kommen schon vor Ende des Verfahrens, vor Abklärung wirklich des Status zu uns, verweilen monatelang, warten auf das Ende des Verfahrens. Und wenn es dann nach vielen Monaten des Wartens an die Integration gehen sollte, sind die Sprachkurse, die Integrationskurse überbelegt. Momentan werden nicht mehr Wartelisten geführt. Also es ist alles, was auf der europäischen Ebene getan wird. Da blicken wir von den Kommunen hoffnungsuchend darauf. Aber was fehlt, ist weiterhin das direkte Gespräch mit den Kommunen, was konkret verbessert werden muss, dass wir mit diesen Zahlen, mit den notsuchenden Menschen, dass wir das schaffen. Wann haben Sie denn das letzte Mal mit einer übergeordneten Behörde sprechen können, vielleicht sogar bis ganz nach oben in Richtung Berlin über die Problematik? Und hatten auch das Gefühl, dass Sie gehört und ernst genommen werden? Rund um den letzten Gipfel hatte ich, muss ich sagen, sowohl mit der grünen Spitze, mit grünen Bundestagsabgeordneten einen guten Austausch. Auch seitens des BAMF war Interesse, war der Austausch da. Aber um ganz klar zu sagen, Einzelgespräche bringen uns ja nicht weiter. Was wir bräuchten, eine ganz konkrete Forderung vor dem nächsten Fluchtgipfel, der hier irgendwann im November stattfinden soll. Es braucht jetzt eine Arbeitsebene, und in der auch der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag, die Kommunen eingebunden sind, dass wir jetzt auf der Arbeitsebene über die Probleme und über mögliche konkrete Hilfen sprechen. Denn es bringt uns nichts, wenn im November der nächste Gipfel stattfindet, bei dem am Ende dann wiederum die Kommunen, die Städte und die Landkreise überhaupt nicht beteiligt sind. Aber das müsste jetzt beginnen. Wir brauchen konkrete Verbesserungen. Haben Sie denn eine Idee, wie eine konkrete Verbesserung tatsächlich aussieht? Weil man hat den Eindruck, zunehmend den Eindruck an einer wirklich radikalen Lösung. Und die Vorschläge werden ja auch immer grober, sage ich mal. Wenn es jetzt schon ein Abschiebeabkommen mit Tunesien gibt oder schauen wir nach Großbritannien, die Leute, die sie für nicht asylfähig halten, also illegale Asylbewerber oder Migranten, die sie noch weiter abschieben. Ist das tatsächlich die Lösung? Wo sehen Sie eine? Ich glaube, wir diskutieren da mit den falschen Überschriften. Wir müssen uns anschauen, so wie es jetzt läuft, werden die Menschen von Schleppern illegal nach Europa, nach Deutschland gebracht. Wir müssen da wirklich Struktur und Ordnung reinbringen. Und da fängt es an unseren EU-Außengrenzen müssen wir die Menschen registrieren, am besten schon vorher in den Krisenregionen und in den Nachbarländern zu Krisenregionen, damit wir wieder das Heft des Handelns in der Hand haben. Und in die Richtung verstehe ich auch die Vorschläge des Bundestagsabgeordneten Frey, der ja davon spricht, dass wir 300.000 Menschen, ich glaube, die Zahl hat er genannt, aufnehmen. Aber es muss eben kontrolliert sein. Wir müssen da die Struktur in der Hand haben, dass wir sehen, das sind wirklich Menschen, die brauchen Hilfe, denen wollen wir helfen. Und dann müssen wir aber auch vom ersten Tag an, wenn sie zu uns in die Kommunen kommen, wirklich integrieren dürfen und dann nicht noch monatelanges Verharren. Das zerstört dann mit Integration und ist dann mit auch der Wurzel für das Problem, dass es bei uns bei vielen Menschen dann einfach nicht gelingt. Sehr, sehr deutlich beschrieben, die Probleme in den Kommunen. Herr Schärf, wir bedanken uns für das Gespräch. Dankeschön.